Und dieser Punkt wird eben in der Diskussion, denke ich, häufig übersehen. Wenn man die Finanzkrise beginnt zu erzählen von dem Moment der US-Immobilienkrise, dann fehlt gewissermaßen der Teil, der erklärt, wie dies möglich geworden ist. Und das hat etwas mit der Weltwirtschaft insgesamt zu tun und nicht nur mit den Amerikanern und der amerikanischen Geldpolitik. Das wollte ich noch in Erinnerung rufen hier. Ich würde gerne über die Finanzmärkte sprechen mit Ihnen. Das ist ja auch der Kern sozusagen dieses Buches, dass Sie über die Finanzmärkte berichten. Sie kennen die aus eigener Erfahrung. Sie beschreiben sehr schön, wie eigentlich die Finanzmärkte, wie wir sie heute kennen, noch nicht so alt sind oder je nachdem, wie man das anguckt, das um 1600 entstanden in Amsterdam. Es gibt da verschiedene Gründungsmythen. Sie sagen auch, dass eigentlich die Erfindung der Aktie oder des Aktienmarktes so etwas wie ein Urknall ist in der Finanzindustrie. Und schlussendlich kommen Sie zum Punkt, wo Sie dann auch sagen, es gibt eigentlich keine wirkliche zuverlässige Wissenschaft in der Finanzwelt. Es gibt zwar Finanzwissenschaften, aber das Ganze funktioniert leider nicht so, wie man denkt, man könnte es prognostizieren. Was heißt das konkret? Konkret heißt das, dass die Vorstellung, die man lange hatte, dass man eben anhand mathematischer Modelle vorhersagen kann, wie Finanzmärkte sich entwickeln, dass die eben einfach nicht funktioniert. Also die ganze Wirtschaftswissenschaft ist entstanden oder ist sehr stark geprägt worden in den letzten 100 Jahren vom Modell der Physik her. Und die Idee war so ein bisschen, wir machen die Wirtschaftswissenschaft zu einer Naturwissenschaft, wo man eben sagen kann, so und so bewegt sich das und das ist das Gesetz der großen Zahl und im Schnitt können wir da also Aussagen machen, auch über die Zukunft, wie sich die Dinge entwickeln. Und das ist eben etwas, was anscheinend nicht funktioniert oder ganz offensichtlich nicht funktioniert, denn wie Kant sagen würde, der Mensch ist nur aus krummem Holz geschnitzt und oder wie Keynes sagen würde, er hat einen Animal Spirit. Die Menschen verhalten sich nun mal häufig nicht so, wie sie es nach dem Modell tun sollten. Und wahrscheinlich ist eben das bessere Modell für die Wirtschaftswissenschaft die Biologie oder vielleicht ist es eben auch einfach eine Sozialwissenschaft, aber jedenfalls keine Physik. Wir sind ja massiv abhängig davon. Also wir sehen jetzt, die Finanzkrise ist massiv auch eine Finanzmarktkrise. Ja. Wie geht man damit um, wenn man den Eindruck hat, eigentlich sind die Staaten abhängig von diesem Finanzmarkt letztendlich, dass das, was wir jetzt sehen, die Leute hängen alle irgendwie mit drin, qua Bürgerinnen und Bürger. Und man ist jetzt irgendwie abhängig von einem Markt, der nicht rational funktioniert, wo es nicht so richtig eine Wissenschaft gibt. Das ist ja nicht alles sehr vertrauensfördernd. Also wie kann man damit umgehen und was brauchen wir, um das wieder in den Griff zu kriegen? Zunächst einmal muss man zur Kenntnis nehmen, dass diese Situation besteht. In der Finanzkrise sind ja nicht nur Banken und Kredite notleidend geworden. Sie haben das ja gerade völlig richtig beschrieben, sondern Theorien, Grundgewissheiten. In Serie sind Nobelpreise vergeben worden für bestimmte Theorien, von denen man heute überzeugt scheint, dass sie sich unmöglich gemacht haben. Und das ist natürlich nicht nur eine tiefe Irritation, mit der man jetzt momentan fertig werden muss. Neue Theorien stehen nicht so zügig bereit. Es ist auch eine Vertrauenskrise in Theoriebildung insgesamt. Und das haben Sie ja auch zum Teil beschrieben. Also was kann Theorie in diesem Bereich überhaupt? Persönlich meine ich, da kann ich vielleicht gleich noch etwas zu sagen. Persönlich meine ich, dass ein Grundfehler möglicherweise gewesen ist, dass man in der Politik, zum Teil auch in der Wirtschaft, viel zu stark gemeint hat, Markt ist Markt. Und wenn man genauer schaut, kommen zumindest manche Theoretiker zu dem Schluss, dass man zwischen unterschiedlichen Arten von Märkten sauber unterscheiden muss. Also Stichwort Gütermärkte, wo Güter getauscht werden versus Richtig. Finanzmärkte. Was sind denn da die Unterschiede? Richtig. Also
Wenn Sie auf einem Gütermarkt tätig sind, dann geht es Ihnen in der Regel darum, ein Gut zu erwerben, das Sie nutzen wollen. Und dann schauen Sie auf Ihr Budget und Sie gucken, was Sie machen wollen mit diesem Gut. Und dann beurteilen Sie, ob der Preis in Ordnung ist für Sie oder nicht. Also ich kaufe mir einen Pulli beispielsweise, ich gucke Preis-Leistungs-Verhältnis an und entscheide mich dann für einen. Richtig. Und jetzt stellt sich vor, es gibt eben eine begrenzte Zahl von Pullis und die Nachfrage nach den Pullis ist größer als das Angebot an Pullis, dann sorgt ein freies Preisbildungssystem dafür, dass der Preis steigt. Einige Nachfrager steigen aus und der Preis pendelt sich an einem Gleichgewicht ein. Mhm. Und das ist jetzt erstmal sehr wünschenswert. Warum? Weil Sie dann alle Pullis an die Leute gebracht haben, die Pullis wollen. Wenn Sie Preise administrieren, so wie das im EU-Agrarmarkt beispielsweise geschieht. Was nennen Sie mit administrieren? Also wenn eine Verwaltung einen Preis setzt, wenn der Preis sich nicht frei bilden kann, sondern der Preis wird gesetzt, haben Sie das Problem der Über- und der Unterproduktion in der Regel. Das heißt, die Preise, die gesetzt werden, sind in der Regel nicht markträumend. Und das ist schlimm, weil eben Ressourcen verschwendet sind. Stichwort Butterberg und Milchsee. Mhm. Finanzmärkte oder wenn Sie auf einen Markt gehen, weil Sie eine Anlage suchen, dann schauen Sie nicht darauf, was will ich eigentlich mit dem Gut machen, wie will ich das nutzen, was sind meine Präferenzen, sondern Sie schauen, wie wird sich der Wert dieses Dings entwickeln. Das heißt, Sie orientieren sich an Ihren Erwartungen über die Zukunft. Und jetzt, wie schätzen Sie das aber ab? Sie können das zum Beispiel abschätzen, indem Sie die Preisentwicklung in der Vergangenheit beobachten. Und jetzt haben Sie genau den anderen Effekt als im Vergleich zum Gütermarkt. Beim Gütermarkt führt der steigende Preis dazu, dass die Nachfrage abnimmt. Wenn Sie Vermögensgütermärkte angucken, führt tendenziell der steigende Preis dazu, dass die Nachfrage zunimmt, weil Sie die weitere Entwicklung auf Grundlage der letzten Entwicklung abschätzen. Und die vermehrte Nachfrage erhöht den Preis und zieht neue Nachfrage an. Das heißt, dass Sie das nicht haben, was Ökonomen typischerweise so gut finden an Märkten, nämlich einen negativen einen Rückkopplungsmechanismus, der dafür sorgt, dass man in ein Gleichgewicht kommt. Auf einem solchen Markt haben Sie einen positiven Rückkopplungsmechanismus. Ja, und trotzdem investieren die Leute ja Geld in diesen Märkten. Sie kaufen ja nicht nur Pullis. Ja, weil die Leute nicht dumm sind. Also die Leute, wenn sie meinen, dass für ein bestimmtes Gut, nehmen wir mal Tulpenzwiebel, ja, wenn sie meinen, der Preis für die Tulpenzwiebel wird morgen höher sein als heute und in einer Woche noch höher. Selbst wenn sie kein Geld haben, wenn sie ganz sicher sind, so wird es kommen, sind sie doch dumm, wenn Sie nicht zu jemandem gehen und sich Geld leihen, um sich die Tulpenzwiebel zu kaufen. Weil dann können Sie in der Woche den Kredit bezahlen und haben noch was verdient. Aber das klingt doch alles erstmal positiv. Wo ist das Problem? Das Problem ist, wenn halt, das ist sozusagen die Greater Fool Theory, dass man eben jemanden findet, der noch döver ist als man selber und einen noch höheren Preis eben zahlt. Das geht bis zu einem gewissen Grade, geht das gut. Nur irgendwann kehrt sich das dann eben doch um, weil man dann eben plötzlich sieht, Mensch, die Tulpenzwiebel ist eben etwas, damit kann ich ja doch nichts anfangen, oder die Aktie ist eben gnadenlos überbewertet, ich will die nicht mehr. Und meistens ist es so, dass die Leute sich dann eben auch Geld borgen, um eben besagte Tulpenzwiebel oder die Aktie zu kaufen. Und wenn das dann im Preis fällt, dann stehen die Leute plötzlich mit Schulden da, aber ohne etwas, was dagegen steht. Und dann kommt eben diese Panik auf, dann muss man verkaufen, um eben seine Gläubiger zu befriedigen. Und dann geht es eben den Bach hinunter, weil dadurch, dass ich selber verkaufen muss, drücke ich den Preis nach unten und dann kommt der Nächste, der vielleicht ein bisschen früher gekauft hat als ich, kommt dann eben plötzlich auch ins Minus und muss auch verkaufen. Und so kommt eben dieser Rückkopplungseffekt dann in die andere Richtung genauso ins Laufen. Jetzt haben Sie eigentlich ein eher düsteres Bild gezeichnet, aber Sie sind ja Fondsmanager. Das ist ja
die Welt, in der Sie tätig sind. Warum tun Sie das denn? Warum tue ich das? Irgendwie scheinen Sie ja begeistert zu sein. Mieser Charakter. Mieser Charakter, das hilft. Aber abgesehen davon ist, also kann man natürlich schon sagen, so und so kann man rational investieren. Also eine Staatsanleihe, die nur was ich ein halbes Prozent Verzinsung bringt, ist irgendwie nicht vernünftig unter normalen Gesichtspunkten, wenn es sei denn, die Welt versinkt in Depressionen und so weiter. Genauso kann man sagen, eine Firma verdient normalerweise so und so viel Geld. Und wenn jetzt die Aktie im Verhältnis zu dieser langfristigen Fähigkeit der Firma, Geld zu verdienen, wenn also im Verhältnis dazu die Aktie furchtbar billig ist, dann kann es auch vernünftig sein, durchaus sie zu haben. Solange man eben auch in der Lage ist, zu ignorieren, was der Markt sonst noch sagt. Wenn man also etwas billig kauft, und die Sache wird dann noch billiger, kann ich mich zwar ärgern, dass ich es nicht noch billiger gekauft habe, aber im Prinzip habe ich es dann schon billig auch einstehen. Und solange ich nicht gezwungen bin, solange ich das nicht auf Kredit gemacht habe und gezwungen bin zu verkaufen, kann ich darauf auch sitzen bleiben. Und das macht dann schon Sinn. Was eben keinen Sinn macht, sind eben besagte Leute, die nur auf Kurven schauen und sich nicht sehr viel dabei denken. Insofern ist es nicht schlecht, sich was dabei zu denken, aber die wenigsten tun es. Ja, und genau da möchte ich einhaken. Das ist ja auch ein düsteres Kapitel. Das beschreiben Sie in Ihrem Buch, das konnte man in zahlreichen Reportagen lesen, wie dieses Treiben an diesen Märkten Leute korrumpiert, wie die Leute aber auch besser gewappnet sind für diesen Job. Sie sagen selber, die ruchlos sind, habgierig, egoistisch, engstirnig, die haben da Erfolg. Man konnte kürzlich einiges lesen zu dieser Art und Weise, wie das da zu und her geht beim Investmentbanking, als ein Investmentbanker in London 2 Milliarden Schweizer Franken versenkt hat einer Schweizer Grossbank. Was mich erstaunt hat, ist, Sie beschreiben das alles. Fröhlich vielleicht auch. Man ist durchaus zwischendurch am Schmunzeln, wobei das wird manchmal auch sehr schwarz, der Humor. Sie schreiben zum Beispiel, dass da gewisse Aktien gehandelt werden, die keinen Wert haben. Die sind intern gekennzeichnet mit dem Kürzel POS, Piece of Shit. Und man macht sich noch einen Spaß draus. Sie schreiben dann aber, Sie würden denken, mit der Moral sei an den Märkten nichts verkehrt, denn die ganze Sache sei erfrischend offen, dass halt jeder da auf seinen Vorteil aus sei. Finden Sie wirklich, diese Märkte sind moralisch? Nein, sie sind ein, ich glaube, das heißt Adiaphoron. Es ist eben moralisch neutral. Also wenn ich mir überlege, kaufe ich jetzt die Aktie von was weiß ich, Nestle oder Siemens oder kaufe ich sie nicht, ist das zunächst mal noch kein moralischer Akt, sondern ich schaue einfach, was ist die, wie viel verdient die Firma und was bleibt für den Aktionär übrig und wie ist sie gemanagt und so weiter und so fort. Das ist zunächst einmal noch kein moralischer Akt. Und ich muss und ich weiß eben auch, und das ist das, wenn man so will, Erfrischende daran, ich weiß, dass derjenige, der es mir verkauft, vermutlich ganz anderer Meinung ist, weil der will ja auch Geld verdienen. Alle, die an den Märkten aktiv sind, wollen Geld verdienen. Das gilt auch für denjenigen, der eine Lebensversicherung abschließt und natürlich zu dem Anbieter geht, der ihm die höchste Verzinsung bietet. Alle wollen dort Geld verdienen. Und das Sie sagen, das ist an sich mal noch kein Problem, es ist ja transparent. Aber wenn Sie ein Piece of Shit kriegen, dann wird es eben problematisch. Und deswegen schreibe ich ja auch, ist Transparenz eben letztlich das, was den Märkten am besten täte. Was meinen Sie damit? Was Transparenz, dass man eben genau weiß, wer verkauft Pieces of Shit und wer nicht. Dass man eben genau die Leute benennt, die die anderen in einer Weise über den Tisch ziehen, die eben über das normale Handwerkliche hinausgeht. Also das war seinerzeit die ganzen amerikanischen Investmentbanken, die den insbesondere dem Stupid German Money, also den doofen deutschen Banken, merkwürdige Papiere verkauft haben. Also das findet ja nicht nur auf der Privatkundenebene statt, sondern auch innerhalb der Branche. Und da, die haben sich irrsinnig dagegen gewehrt,
als die amerikanische Börsenaufsicht das publik gemacht hat. Weil niemand will dastehen als jemand, der die anderen über den Tisch zieht. Ja, also für die Transparenz haben ja eigentlich die Ratingagenturen zu sorgen, wenn ich das richtig verstehe. Die Ratingagenturen sollen ja genau dies tun für die Investoren, die ja tendenziell überfordert sind. Die sollen sagen, wo man vertrauen kann. Aber der Punkt ist ja, funktioniert hat es offenbar nicht. Es ist seit 2008 wenig passiert. Ja, und jetzt stellen sich hier interessante